Das Leben und das traurige Ende von Marc-Caroline Ingels, Laura Ingels Wilders Mama. Caroline Lake Kina Ingels ist Laura-Fans auf der ganzen Welt nur als Ma bekannt. Ihre beruhigende Präsenz wurde durch ihren Platz in den Little House-Büchern und der TV-Show Little House on the Prairie weit über ihren eigenen Familienkreis hinaus verbreitet. In gewisser Weise ist sie zu jedermanns Ma geworden. Eine beruhigende und gemütliche Präsenz der Beruhigung in unserem ganzen Leben. Das ist ein wunderbares Geschenk und ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, dass ihr eigenes Leben voller Aufruhr war, bis sie in Des Met, South Dakota, in einen sicheren Hafen kam. Ma wurde am 12. Dezember 1839 in Brookfield, Wisconsin, einem Vorort von Milwaukee, als Sohn von Henry N. Kina und Charlotte W. Tucker Kina geboren. Caroline war eines der ersten kaukasischen Babys, die in dieser Gegend geboren wurden. Henry Kina war ein Händler, der häufig mit einheimischen amerikanischen Ureinwohnern zu tun hatte. Er handelte sowohl über Landwege als auch auf Reisen auf dem Michigansee. Im Jahr 1844 befand sich Henry auf einer Handelsreise, als das Schiff verloren ging. Damit blieb Charlotte allein mit 5 Kindern unter 10 Jahren und einem weiteren unterwegs. Ohne die Einnahmen aus Henrys Handel war die Familie mittellos und ohne die Hilfe von Henrys ehemaligen Handelspartnern unter den lokalen Indianerstämmen und Wohltätigkeitsorganisationen von Nachbarn hätte die Familie möglicherweise nicht überlebt. Caroline erinnerte sich an diese dunkle Zeit in ihrer Familiengeschichte und lernte daraus. Sie hat gelernt, dass man mit dem auskommen muss, was man hat und nicht davon ausgehen kann, dass Essen auf dem Tisch steht oder jemand, der geht, jemals wiederkommt. Einige Jahre später, im Jahr 1848, verkaufte Charlotte ihre Farm und zog auf ein 40 Hektar großes Regierungsland in der Nähe von Concord, Wisconsin. Charlotte heiratete einen Farmer namens Frederick Holbrook. Charlotte und Frederick hatten ein Kind und er war ein guter Stiefvater für Charlottes ältere Kinder. Caroline ist in dieser großen und mittlerweile stabilen Familie aufgewachsen. 4 Jahre älter als Ma war Charles P. Ingels, Pa, in Kuba, New York, geboren. Sowohl die Familien Quinne Holbrook als auch Ingels kamen aus Neuengland und zogen dann durch eine Reihe von Umzügen langsam weiter nach Westen auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Charles zog mit seiner Familie nach Westen, zuerst nach Illinois und später nach Concord, Wisconsin, wo seine Familie schließlich Nachbarn der Quinne Holbrooks wurde. Die Familien wurden sehr eng und gesellten sich oft zusammen. Schließlich gab es 3 getrennte Ehen, die die Familien vereinten. Als Caroline sich ihrem späten Teenager näherte, unterrichtete sie einige Semester lang in der Schule. Caroline heiratete Charles am 1. Februar 1860 in Concord, Wisconsin und nahm glücklich ihre neue Rolle als Farmfrau an. Die frisch Vermählten entschieden sich bald, Charles' Familie nach Pepin, Wisconsin, zu folgen. Ihr erstes Kind Mary Amelia wurde dort 1865 geboren und sie hatten 4 weitere Kinder, von denen eines nicht älter als 12 Monate wurde. Da sie in ihrem frühen Leben mit solchen Umwälzungen konfrontiert war, schätzte Ma Sicherheit und familiäre Verbindungen, aber leider hatte sie sich in einen Mann verliebt, der ein schreckliches Fernweh hatte. In einem Überlebensaufsatz aus ihrer Kindheit schrieb Ma: Wer möchte schon das Haus verlassen und in die Welt hinauswandern, um ihren Stürmen und Stürmen zu begegnen? Ohne die wachsame Fürsorge einer Mutter und die zärtliche Liebe einer Schwester? Nicht eins. Zu Hause, von Caroline Kina. Trotz ihrer Angst verbrachte Ma die ersten Jahre ihrer Ehe damit, ihr überall hin zu folgen. Als ihre Mädchen jedoch älter wurden, bestand sie darauf, dass sie nicht weiter in die Wildnis ziehen konnten, weg von einer Gemeinschaft, Schulen und Ärzten. Aufgrund des Einflusses von Ma blieb die Familie in Des Met, South Dakota. Die Ingels gewannen ihre Wette mit der Regierung und bewiesen sich mit ihrem Anspruch auf das Gehöft in South Dakota. Aber Pa schlechter Gesundheitszustand führte dazu, dass sie bald in die Stadt zogen. Pa baute ihnen ein neues Haus nach dem anderen in der Third Street, und Ma pflegte einen riesigen Garten, um die Familie zu versorgen.
Als Gründungsmitglied der Stadt und der Congregational Church in des Met war die Familie Ingels ein geschätzter und aktiver Teil der Gemeinde. Als Laura und Almanso nach des Met zurückkehrten, um ihren Umzug nach Mansfield, Missouri, vorzubereiten, beobachtete Ma Rose, Lauras Tochter, die zukünftige Schriftstellerin Rose Wilder Lane, während Laura als Näherin arbeitete. Rose beschrieb Ma in einem Manuskript, das als Grandpa's Fiddle bekannt ist. Sie war eine wirklich süße, geduldige alte Dame mit braunem Haar, das in der Mitte gescheitelt war, und einem Muschelkamm, der sich aus dem Knoten im Rücken abhob. Selbst am Waschbottich oder beim Bügeln über dem heißen Herd an einem glühend heißen Tag war Oma immer ordentlich. Nachmittags wechselte sie ihre Schürze gegen eine weiße und saß in ihrem Schaukelstuhl im Wohnzimmer, flickte oder strickte oder nähte Teppichlappen. Sie hat sich geduldig um mich gekümmert, als Mama mich den ganzen Tag bei sich lassen musste. Großvaters Geige, von Rose Wilder Lane. Nach dem Tod von Charles im Jahr 1902 lebten Caroline und ihre älteste Tochter Mary weiterhin im Haus in der Third Street. Sie vermieteten einen Teil des Hauses für Einkommen und kamen dabei ihren Mietern, der Familie Green, sehr nahe. Ma starb unerwartet am 20. April 1924 nach kurzer Krankheit und wird in Des Met, South Dakota, umgeben von ihrer Familie beigesetzt. Auf Wiedersehen, Ma Caroline Ingels.